im Gespräch. Hi, wird heute fortgeführt. Da freue ich mich ganz besonders, Elisabeth Schweger begrüßen zu dürfen. Es gibt also auch viele Österreicherinnen und Österreicher, die in Deutschland, haben wir gerade noch mal so überblickt, wer da eigentlich ist, Österreicher und Österreicher, die in Deutschland arbeiten und nicht nur wahrscheinlich in der Relation sogar noch mehr Österreicher und Österreicherinnen als Deutsche. Und wir haben auch kurz darüber gerade gesprochen, dass am Anfang deiner Zeit, ich komme gleich noch auf deine Biografie zu sprechen, in Frankfurt vor allem, auch immer so dieses nette Attribut Österreicherin vor deinem Namen stand. Aber gerade weil da die Wahl von Haider war und dann war halt so, na jetzt gerade wo alle gegen Österreich sind, holt man so eine grausliche Österreicherin nach Frankfurt. Das hat aber mit dem politischen Kontext zu tun, ja. Ja, ich hieß auch schon mal Angela Merkel hier. Ja, so. Aber ist auch nicht schlecht, das Durchhaltevermögen. Ne? Heißt das nicht aussitzen? Nein. Aber es ist dennoch erstaunlich, wenn man irgendwie schaut, du hast also vergleichende Literaturwissenschaften, unter anderem in Wien gab es das, glaube ich, damals noch gar nicht, als du studiert hast. Du hast unter anderem in Paris studiert, in Innsbruck und in Wien geboren, sehr viel kuratiert, unter anderem auch hier an der Akademie gearbeitet, den Gelatine-Pavillon, ich habe vergessen, wann es war, 2001. Ich dachte nämlich 99, 2001, Gelatine, da war Gelatine nun wirklich noch mehr oder weniger unbefleckt. Die sogenannte jungen Künstler hat man da ausgestellt, was ich gelesen habe, was jetzt bemängelt wird. Die jungen Künstler unter 40, nicht unter 50. Da waren die schwer unter 40. Ja, und das war, also ich fand das wirklich eine ziemlich beeindruckende Installation. Einige von Ihnen haben das vielleicht gesehen. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wie das überhaupt dazu zu deiner Berufung kam. Du warst damals Intendantin am Schauspiel Frankfurt, kamst aus München, wo du unter anderem Chefdramaturgin am Residenztheater Marstallprogramm verantwortlich warst, eigentlich die Experimentbühne des Residenztheaters. Du bist nach Frankfurt 2001 gegangen. Weggegangen. Das war 2009, oder wann bist du aus Frankfurt weg? Ja, 2009. 2009 aus Frankfurt nach Hannover, um die Festspiele Herrenhausen, also Intendantin, die Intendanz dort zu übernehmen. Und heute bist du die, oder bald, wann fängst du an? Im Herbst. Als Intendantin? Ich übernehme die Akademie der Darstellenden Künste von Baden-Württemberg. Darstellende Künste, ja, die hat aber auch also, Film. Die macht Film, Schauspiel, Regie, Dramaturgie, Bühnenbild, Kostüm, da gibt alles es ja noch, zusammen. Da gibt es gar nicht so viele solcher Hochschulen im deutschsprachigen Raum, oder? Naja, die hat sozusagen die Ausrichtung, dass sie wirklich interdisziplinär einen Crossover erzeugen sollen und wirklich auf die Zukunft gehen. Also wie sieht man Theater eigentlich morgen? Das macht das Spannende. Also es macht auch sozusagen ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Die ist relativ neu, die Akademie. Also die gibt es seit 2008. Baden-Württemberg, das Land ist ja dafür bekannt, doch immer sehr viel öffentliches Geld auch in experimentelle Kultur zu stecken. Ist das heute auch noch der Fall? Gerade wenn ich, das hört sich ja fast schon nach einer experimentellen Hochschule an. Das ist ungewöhnlich. Also mein Baden-Württemberg ist bekannt, dass es sehr kulturaffin ist. Es ist auch ein reiches Bundesland. Also der ganze Süden von Deutschland kann sich das ohne Mühe auch leisten. Und es ist ja auch... Also es ist normal, eigentlich finde ich es selbstverständlich mittlerweile, dass die Länder, die eher konservativ orientiert sind, sehr viel übrig haben für die Moderne und die auch zulassen. Also Bayern ist zum Beispiel das einzige Bundesland, das in der Verfassung drinnen stehen hat, dass die Kunst nicht nur sozusagen von der Vergangenheit erhalten werden soll, sondern dass die Moderne gepflegt werden muss. Und dafür ist auch eine ganz bestimmte Summe im Gesetz verankert, die jeder dieses bayerische Staat sozusagen dafür ausgeben muss. Das ist sensationell, das hast du nirgendwo sonst. Vielleicht, also in Österreich verhält sich das teilweise auch so, aber nach den Bundesländern dann dennoch etwas unterschiedlich im Vergleich zu Deutschland. Das vierte deutsche Bundesland, in dem du jetzt quasi leitest. Und doch ein ziemlich
umfassenden Überblick da. Kunst für den Staat, Staat für die Kunst ist eigentlich doch recht provokativ, da, als wir den Titel da diskutiert haben. Ich möchte einsteigen mit der Generali Foundation, bekanntermaßen von, also quasi, wenn man so will, von der Generali. Generali ist ein Privatunternehmen, die können eigentlich machen mit ihrer Sammlung, was sie wollen. Aber sie wandert an ein staatliches Museum als Leihgabe, nicht als Schenkung, als Leihgabe nach Salzburg, als Leihgabe für 25 Jahre und wird dann dort auch, bekommt eine Bühne, wird weiter gepflegt, weiter angekauft. Ist da nicht so eine subtile Privatisierung stimuliert der Staat in dem Fall nicht eine Privatisierung der öffentlichen Hand, der öffentlichen Museen, indem man das überhaupt zulässt? Also ich habe diesen Deal nur von Weitem irgendwie nebenbei gehört. Ich fand das ein bisschen eigenartig, vor allem weil ja eine Nachfolgerin engagiert worden ist und der hat man so quasi dann das Material entzogen. Ich finde es schade, dass die Generali Foundation aus Wien weg ist. Ich finde, ein staatliches Museum, das das für 25 Jahre nimmt, ist die Frage, was machen sie dann danach? Also wofür ist das? Das Museum. Ja, was macht das Museum mit einer Sammlung? Ist es dann nach 25 Jahren wieder weg? Ja? Wenn Ankäufe stattfinden, zahlt das dann der Staat oder zahlt das die Generali Foundation? Und den Sinn und den Zweck weiß ich jetzt auch nicht ganz, warum das gemacht wird. Ja, weil ich mir denke, ein Museum wie das in Salzburg der modernen Kunst sollte eigentlich neue Ausstellungen machen. Es wäre eher ein Ausstellungsraum als ein Hort von einer Sammlung irgendwie gedacht. So habe ich es zumindest bis jetzt immer verstanden. Ja? Und das ist sicherlich geschuldet sozusagen der neuen Leiterin, die also mit der Generali Foundation sozusagen viel zu tun hatte. Aber nachvollziehbar ist das nicht. Und ich mache mir daraus auch keinen Reim, warum das gut sein soll. Ja? Außer dass sich die Generali Foundation jetzt einen Leiter erspart, den zahlt der Staat, dass die Fürsorge und Obhut und der Kunstwerke auch jetzt staatlich sozusagen zu tragen ist. Also es ist ein komischer Deal. Von außen wirkt es einfach so, dass ich mir sage, verstehe ich nicht. Ja? Dann hätten sie es eigentlich als Dauerschenkung oder Dauerleihgabe dem Museum übergeben können. Dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, damit stärkt man ein Museum, ja, und daneben können noch andere Sachen gemacht werden. Das wäre dann ein Grund, aber 25 Jahre, das ist nicht Fisch noch Fleisch. Ja? Das ist eine Ausrede. Also so wirkt es zumindest. Ich bin ehrlich gesagt ganz glücklich. Es ist ist eine sehr interessante Problematik, die mit der Generali, mit dem Generali-Transport quasi da passiert. Ich finde, dass überhaupt, dass du die 25 Jahre erwähnst und dass die Tatsache der Leihgabe, also quasi der temporären Leihgabe, Museen sind dazu da, über Jahrhunderte oder zumindest über Jahrzehnte Strategien zu entwickeln, überhaupt erwähnst, wenn ich mir anschaue, was in den Medien, jetzt nicht nur in Österreich, in Deutschland wurde Generali ja auch, der Umzug auch besprochen, sehr, sehr intensiv. Es wurde überhaupt nicht problematisiert, also produktiv. Das stimmt, es wurde nicht kommentiert, es wurde einfach nur festgestellt, ja. Das hat also stattgefunden und kritische Meinung hat es dazu nicht gegeben, auch keine positiven, sondern es wurde einfach festgehalten. Die Frage ist doch eher, wie versteht sich dann ein Museum in so einem Fall? Also wie versteht sich auch der Staat, der ein Museum trägt? Ja? Dass der Träger ist sozusagen der demokratische Staat, damit sozusagen der Bürger. Und warum muss ich mir eine private Leihgabe für 25 Jahren, die ja sicherlich auch finanzielle Folgen hat, zumuten? Und die Definition dessen, was ein Museum ist, finde ich, muss hier sozusagen, kommt auf den Prüfstein. Und ich denke mir immer, also mir ist lieber, ich denke darüber nach,
als Kunstvermittlerin, wofür brauchen wir diese Häuser noch? Ja? Wofür sind sie da? Da spießt sich etwas, ja, wo ich einfach das Gefühl habe, es wird ein privates Interesse in den öffentlichen Raum hineingetragen. Und der öffentliche Raum ist aber meiner Ansicht nach dafür da, also öffentlicher Raum ist der demokratische Staat, der so ein Haus finanziert, der hat eine Verantwortung, und zwar eine kulturelle Verantwortung. Und die übernimmt er, damit der Bürger sich mit ästhetischen Prinzipien, mit Kunst und so weiter, mit anderen Dimensionen auseinandersetzt. Das ist etwas, was zum Beispiel der Private sehr viel schwieriger kann in diesem Umfange. Und hier vermischt sich etwas. Also hier vermischt sich, hier kommt plötzlich der Staat mit seinen Vorgangsweiten sehr nahe an das Private heran. Und dann kommst du natürlich in die Überlegung, ist der Private der bestimmt oder ist die Kunst noch immer frei, also ist der Kunsttempel noch immer frei zu machen, was er will? Oder muss er sich nach dem privaten Leihgeber sozusagen orientieren? Also das, was in Amerika heute gang und gäbe ist, ein Privatier zahlt 5 Millionen ans MoMA, ja. Wenn der Privatier sagt, ich möchte, dass der Künstler ausgestellt wird und der Direktor sagt, nein, das will ich nicht, sagt, das kannst du gerne machen, hast du halt 5 Millionen weniger. So. Und da fängt es an, für mich interessant zu werden, zu überlegen, wofür mache ich das eigentlich? Ja? Wofür ist sozusagen das Museum da? Wofür ist die Kunst da? Und was erwartet der Betrachter oder was erwartet ihn, ja, wenn er in dieses Museum geht oder in dieses Theater oder wie auch immer? Ja, es geht hier um die Rolle des Staates. Hat der Staat überhaupt, um es ein bisschen ketzerisch zu sagen, überhaupt die Aufgabe, auch um wirklich wegzukommen von Generali, überhaupt die Aufgabe, in quasi experimentelle, ungesicherte, das ist nun mal Gegenwartskunst, um eigentlich in weiten, weiten Zügen auch noch moderne Kunst, öffentliches Geld zu investieren? Ja, ich bin da bin ich einfach ein. Das habe ich immer vertreten. Ja, ich bin bekannt und verschrien dafür, dass ich die Moderne und das Ungewöhnliche versucht habe, immer zu promoten. Das kann nur der Staat machen, weil wenn ich das als privates Theater oder als kleiner Kunstverein geht ja noch, ja, weil die sozusagen die Orientierung da ist. Ja. Aber wenn ich mir als Museum erlauben würde, also meiner Ansicht nach so gesagt, ein Museum ist für mich dazu da, nicht das zu zeigen unbedingt, wenn es als Kunsthalle funktioniert, was gang und gäbe ist. Dafür ist es nicht da. Weil das ist leicht. Etwas, was etabliert ist, muss jetzt nicht unbedingt gefördert werden. Da bin ich der Meinung, dass man sich auch überlegen muss, muss ich jedes Mal Mozart und so weiter in Opernhäusern vom Staat finanzieren lassen, könnte eigentlich ein Privatier auch machen, kriegt die Bude auf jeden Fall voll. Wenn ich aber irgendwie eine Oper von Riem mache, dann kommt kein Schwein, dann kriege ich das vielleicht 3-mal voll, ja, und dann ist aus. Ja. Das ist, finde ich, die Aufgabe von der öffentlichen Hand, ja, genau die Moderne zu promoten und ihr eine Chance zu geben. Sie ist nicht die, sozusagen der demokratische Staat, der sowas finanziert, ist nicht dazu angehalten, das Establishment, ja, oder das, was etabliert ist, zu fördern. Dass der Druck aus ökonomischer Sicht jetzt immer höher wird, ja, deswegen ist die Frage, für wen machen wir das eigentlich, ja? Was verlangt der Staat von den Machern der Kunst? Verlangt er von ihnen, dass sie Ungewöhnliches, Neues machen? Oder verlangt er von ihnen, mach mir etwas, dass die Bude voll ist, weil das ist das Einzige, was zählt? Ja? Ich drücke das immer so aus, gib den Leuten das, was sie schon kennen, und dann kommen die Leute. Ja? Ist ja tatsächlich so. Dann geht's ja, oder wenn man das Umgekehrte tun, bleiben sie weg. Das ist, Aber den Mut hat heute keiner mehr. Also vor 15 oder 20 Jahren war eine ungewöhnliche Präsentation eines Künstlers eine Attraktion, die natürlich ihr Publikum suchen musste. Dafür musstest du Zeit dir nehmen und auch den Mut haben, das durchzustehen. Also ich sage immer,
ist auch eine rein quantitative Beobachtung. Das bedeutet ja nicht unbedingt, jetzt auch im Theater, je nachdem, wie viel Publikum. Nein, das ist nicht, ich sage nicht nur ein leeres Haus heißt, dass dann die Kunst gut ist. Ja. Also das, darum geht es jetzt nicht. Ja. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir wollen kein Publikum, ja, sondern manchmal brauchen die Dinge einfach ihre Zeit, um sozusagen auch Anerkennung zu finden oder dass die Leute registrieren, dass das eine interessante Kunst oder ein Künstler oder eine Aufführung ist. Also im Theater ist das leichter zu valorisieren, weil du hast jemanden wie Beckett, der wurde 10 Jahre einfach vor leerem Haus gespielt. Aber es hat einfach ein paar Intendanten gegeben, die gesagt haben, das ist ein genialer Autor. Und dann ist er so lange gespielt worden, bis er endlich die Häuser füllt. Ja? Und wir haben das in der Kunst, gibt es meiner Ansicht nach genauso, braucht es manchmal Anlaufzeit und ich finde auch dadurch, dass du so eine Vielfalt zeigst, ja, hast du natürlich die Möglichkeit und die Chance der Differenzierung. Ja. Wenn ich immer nur Cézanne und Gauguin und so weiter zeige, dann weiß ich, kann ich ja überhaupt nicht differenzieren. Und ich erwarte eigentlich als Betrachter von Kunst oder von wenn ich Erfahrungen mache, dass ich differenzieren lerne. Ja. Und je mehr ich habe, desto mehr kann ich dann auch, habe ich die Möglichkeit, mir Urteile zu bilden. Und das wird mir genommen eigentlich in dieser Entwicklung, die wir heute immer mehr wahrzunehmen haben, dass es nur darum geht, womöglich die Garantie abzuliefern, dass das Programm so gestaltet ist, dass das Publikum kommt. Und dann gehst du natürlich auf Déjà-vus oder wir wissen, da kommt das Publikum. Ja? Du machst es automatisch oder du versuchst zumindest in deiner Aufstellung es so zu machen, dass du sagst, ein arrivierter Künstler und dann ein paar Unbekannte, ja, und versuchst so durch den Sog die Leute mitzunehmen. Das im Theater ist es natürlich sowieso anders, man hat Abendprogramme, man kann anders programmieren als in Ausstellungshäusern oder in Museen, wo man also nicht die Flexibilität hat, von einem Tag auf den anderen irgendwie die Ausstellung abzuräumen und dann etwas anderes so parallel oder daneben noch zu zeigen, aber natürlich, die Programmierung eines solchen Hauses wie hier auch ist so angelegt, dass von mir aus arriviertere oder populärere Programme, die man auch planen kann, neben eher unpopulären Programmen, wo man von vornherein weiß, dass es eigentlich nicht. Ja, aber du kannst ja, wir haben ja auch Erfahrungen gemacht, dass genau moderne Geschichten auch sehr wohl attraktiv sind, ja. Und dass die Leute sehr wohl das interessiert. Das ist nur eine fälschliche Annahme, auch von politischer Seite immer mehr, dass sie sagen, sie tendieren zum Event. Ja? Also Event heißt dann natürlich, die Masse muss ankommen oder muss angesprochen werden. Und das Zweite ist, die Medien müssen es subpositiv, ja, immer, also es geht nur darum, es geht ja im Grunde genommen nur um die äußere Reaktion. Ja, und nachdem aber alles, auch die Medien, immer mehr auf Trash, würde ich mal sagen, gepolt sind, weil sie alle sozusagen darüber nachdenken müssen, wie sie ihre Verkaufszahlen hinkriegen. Das ist ja, wir sind ja nicht in der Kunst die Einzigen, die sozusagen unter dieser Notwendigkeit stehen. Ja? Das Überleben von den verschiedenen Medien und Disziplinen streckt sich quer durch alle Fachgebiete. Ja? Also ich würde sagen, dass sogar auch die Politik da hineingezogen ist. Ja? Und alle können überhaupt nicht mehr sich auf den Punkt stellen und sagen, jetzt Moment mal, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, wir schauen drauf, wir lassen uns Zeit. Wir brauchen Orte, wo man einfach Reflexionen macht, wir brauchen Orte, wo man unbequeme Sachen formulieren kann und man muss nicht gleich sagen, dann draufhauen, er ist unbequem, deswegen das wollen wir nicht, sondern er ist unbequem, interessant, schauen wir mal. Ja? Was kommt, also die Lust an der Auseinandersetzung ist in unserer Gesellschaft vollkommen abhanden gekommen. Und alle bemühen sich darum, sozusagen dieser Lust nicht zu frönen, sondern sie abzuschalten. Und das finde ich ein Bedauern. Und ich glaube auch nicht,
dass wir immer nur die Schuld an der Politik oder der Wirtschaft oder den bösen Kapitalismus geben können, sondern wir müssen das auch bei uns selber suchen. Ja? Also was haben wir getan oder verabsäumt in den letzten Jahrzehnten, dass sozusagen diese Begierde und diese Neugierde nicht mehr wirklich funktioniert. Sie funktioniert nur, wenn sie ökonomisch effizient ist. Und das ist mir zu wenig. Das ist interessant, das sind nicht unbedingt meine Erfahrungen, die ich habe. Aber ich stelle mir eher die Frage, also wenn wir die letzten 20, 25 Jahre uns anschauen, die Popularisierung beim Theater, war es eigentlich, gibt es ja immer so Wellenbewegungen, aber in der Gegenwartskunst, die Popularisierung der Gegenwartskunst auch für größere, es ist nach wie vor populär. Wenn wir uns hier die Gesamtbesucherzahlen angucken, ist das ja total viel. Die Popularisierung der Kunst, die haben wir quasi betrieben über die Programmierung dessen, was wir gemacht haben und teilweise das, wie du es, wenn ich dich richtig interpretiere, das Ernsthafte, das etwas Sperrigere oder was alles das, was etwas länger braucht, um zu verstehen, vielleicht nicht genug in den Vordergrund gedrückt. Oder positioniert. Das leichter Konsumierbare ist natürlich für jede Institution dann einfacher, sich auch das quasi noch mehr zu promoten. Und das stimmt, Medien machen da mit. Und der Einfluss gegen und Politiker, Kulturpolitik sieht das natürlich auch ganz gerne. Wenn du den Titel Kunst für den Staat, Staat für die Kunst etwas genauer definierst, wo sind wir dann heute oder was war? Naja, also du kannst ja sagen, wenn der Staat sozusagen fordert, dass die Kunst für ihn arbeiten soll, dann wird sie repräsentativ. Dann ist sie nicht mehr inhaltlich, sondern dann bedient sie eben die Erwartungshaltung, ich muss damit so quasi mich darstellen können und ich muss punkten können damit. Ansonsten bist du nicht interessant. Wenn ich verlange, dass der Staat einfach dafür da sein soll, dass er der Kunst einen Raum gibt, wo sie sich entwickeln kann, dann hat er eine andere Funktion. Dann stellt er sich zurück und dann mischt er sich auch nicht ein. Was eigentlich auch sozusagen qua Grundgesetz auch drinnen steht. Ja? Die Kunst ist frei. Und das ist meiner Ansicht nach heute sehr viel komplizierter einzuhalten, weil die Anforderung, dass es geschmeidig sein muss, dass es eventmäßig daherkommt, dass es auch finanziell sich permanent tragen muss, ja, das finde ich nicht gesund, weil die Kunst war immer ein Ort, oder für mich zumindest immer ein Ort, wo du Grenzen ausloten kannst, und zwar ohne unbedingt Rechenschaft abzulegen, ob das sich jetzt rechnet oder nicht. Also du konntest quasi in Abgründe schauen, du kannst auch Höhenflüge machen. Und weil es der abgesteckte Rahmen der Kunst war, hast du ziemliche Grenzüberschreitungen zulassen können, die du einfach im Daily Life nicht machen kannst. Aber ich bin überzeugt, dass wenn eine Gesellschaft diese Freiräume nicht hat, was ja früher Rituale waren wie religiöse und so weiter, da gab es das ja genauso. Es hatte nur eine andere Ausrichtung. Aber wenn unsere Gesellschaft sich solche Orte nicht mehr leistet, dann wird sie irgendwann mal auch unproduktiv und tot. Das behauptest du. Man muss ja behaupten. Ja? Natürlich, ja, wenn ja du nicht behauptest, kannst du sagen, also da gibt es diesen schönen Spruch, die Theorie verhält sich zur Praxis wie die Behauptung zur Enthauptung. Ja? Also das musst du möglich machen. Nein, ich behaupte das ja auch und deswegen, also seit Jahrzehnten, seitdem ich auch diesen Job ja mache. Ich frage mich nur immer, in dem Fall sind es eher die Medien, was die Medien behaupten, ist mir noch immer nicht ganz klar. Also in dem Fall Staat für die Kunst, Kunst für den Staat, es geht ja darum, was wird eingefordert? Wie ist die dritte, die Ebene, also sagen wir, ja, du musst der ja nur Auftraggeber, die Der Staat ist ja tatsächlich unser Auftraggeber, wenn du willst. Ja. Also welche hier, Forderung stellt er an dich?
eigentlich genau die du beschrieben hast. Das Experiment oder experimentelle Formate, da geht es nicht um eine Altersdiskriminierung, ob man jetzt jung oder alt zeigt oder thematisiert. Experimentelle Formate von gegenwärtigem Denken, von zeitgenössischem Denken, was sich in bildender Kunst und ihren interdisziplinären Formaten niederschlägt, einem möglichst heterogenen Publikum darzubringen und vorzustellen, finde ich auch noch nach wie vor einen hervorragenden Auftrag. Dennoch müssen wir diese alle paar Jahre, werden auch wir evaluiert, wie jedes Museum. Aber wer ist dann das heterogene Publikum? Wer ist, das ist auch die Frage, die du eben indirekt ja gestellt hast, wer ist unser Publikum? Darüber müssen wir uns schon Gedanken machen, wen erreichen wir, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Und wer sagt am Schluss, oder kann man das überhaupt beurteilen, ist das, was wir zeigen, gut oder schlecht? Es geht ja eher darum, ist es richtig oder falsch. Ich finde diese Kategorisierung immer problematisch, ja, weil du erstmal ist Kunst immer ein Dialog zwischen mir als Betrachter und dem Kunstobjekt oder dem dargestellten Kunstprozess. Und je mehr Leute das natürlich als eine Qualität erkennen, wird der Künstler natürlich dann hochgehoben. Die Frage ist nur, wird er über seine Qualifikation, über die Qualität seiner Arbeit hochgezogen oder weil der Markt ihn produziert und wir gar nicht sicher sind, ob der Wert sozusagen über den Markt entstanden ist oder wirklich über das, was er sozusagen selber herstellt. Und diese Unterscheidung fällt heute immer schwieriger. Also ich denke, ein guter Künstler ist irgendwann einmal in eine ökonomische Wertschätzung auch hineingekommen. Aber es war nicht die Grundvoraussetzung. Und heute kippt das manchmal, dass zuerst kommt die mediale und ökonomische Hypung. Ja? Und ob der jetzt nun wirklich gut ist oder nicht, wird dann fast gar nicht mehr gefragt. Ja? Oder du hast wenig Chancen, weil es einfach dann nur heißt, der ist super und deswegen muss der auch super sein. Ja? Und ich finde, wenn du sagst, du hast den Auftrag von der Stadt bekommen, hier experimentelle Kunst zu machen, Formate zuzulassen und auszubilden und so weiter, und dann wie reagieren dann, also das, du kannst es ja zunächst einmal, sicherlich es gibt zwei Kategorien, kommt das Publikum oder lehnt es ab, ja, das ist ein Merkmal, wo du sagst, aha, das funktioniert oder funktioniert nicht. Das Zweite ist aber vor allem, wie reagieren die Medien? Und wenn die Medien grundsätzlich das, was neu oder unbekannt ist, niederschreiben, ja, dann hat auch ein Zuschauer, der sich manchmal nach den Medien orientiert, überhaupt keine Chance, weil er auch gar keine Lust entwickelt, dahin zu gehen. Und da hat sich was verschoben, weil die Medien, meiner Ansicht nach, ohne dass ich die jetzt angreifen will, die sind in einer ähnlichen Situation wie wir auch, sie müssen überleben. Und wie überleben sie am besten? Sie überleben nicht, wenn sie hochdifferenzierte Artikel schreiben, das liest nämlich keiner. Aber wenn sie hauen, ja, und eine Polemik erzeugen, dann diskutiert man, dann wird es gelesen. Und darüber, es geht also eher sozusagen über diese Problematik, dass alles, ich nenne das Trash-Kultur, ja, hineinrutscht und wir keine Möglichkeit haben, mehr in Ruhe über die Dinge zu reflektieren. Das wird uns nicht mehr gegönnt, so quasi. Das merkst du doch auch an deinen Ausstellungen. Wenn wir haben vorher gesagt, wie viele Ausstellungen machst du im Jahr? In einem Rhythmus von 6 Wochen präsentierst du da und Ausstellungen. Das war früher nie möglich. Vor 20 Jahren hat ein Museum vielleicht 2 Ausstellungen gemacht. Das heißt, ihr operiert ähnlich wie die Theater in einem Rhythmus, es muss produziert werden. Und die Theater machen das genauso. Die haben früher vielleicht, also Häuser, große Häuser wie Bayerisches Staatsschauspiel oder Schauspiel Frankfurt, da hat man vielleicht 20 Produktionen gemacht. Heute machen wir 40 bis 50. Und das heißt natürlich Aufmerksamkeit generieren, ununterbrochen. Und das kannst du nur machen, wenn du permanent da bist. Und dann kannst du dich natürlich fragen, wie gut bist du, wenn du nur noch am Fließband raushaust. Ja, das ist eines unserer nächsten Projekte übrigens, was in 2,5 Wochen ungefähr eröffnet, Ökonomie der Aufmerksamkeit, wo wir
55 Künstler interviewt haben, genau über diesen, auch über diesen Druck der Aufmerksamkeit und ihrer medialen Vereinnahmung. Das sind also die Fragen, die wir uns gestellt haben, gemeinsam mit Künstlern, und präsentieren das dann hier in einer der Ausstellungshallen in ein paar Wochen. Jetzt nochmal auf die Medien. Medien haben sich, vor ein paar Jahren dachte ich noch eigentlich, wie hervorragend die Ausdifferenzierung der Medien, auch in den quasi individuellen Bereich, also über Twitter, Facebook, die ganzen Social Media, überhaupt über die Dominanz der Möglichkeiten durch das Internet, was aber auch bedeutet, dass es weniger, das ist ein sehr symbolschwangeres Wort, Leitmedien, ja, es gibt also die Ausdifferenzierung der Medien bedeutet auch, dass nicht mehr alle quasi wirklich Kritik von Leitmedien, von sogenannten ehemaligen Leitmedien einfordern. Das heißt, dass unsere Öffentlichkeit ist wesentlich fragment. Wir adressieren an sehr viele kleine fragmentierte Öffentlichkeiten, die wir dann irgendwie versuchen, auch hier, und das hat man im Theater auch, irgendwie hier zusammen zu bringen und sich hier zusammen quasi zu unterhalten, zu verorten, über das, was das Gezeigte und das Gemeinte überhaupt zu diskutieren. Das sehe ich eher auch als das Problem an, dass wir uns quasi selber, ich meine, ich mache das auch, wenn ich auf Facebook oder Twitter oder wenn man auf Instagram geht, wir erzeugen dort ja keine Kritik. Ja, sondern, ja gut, das ist das Problem sozusagen von den Papiermedien, ja, oder von den traditionellen Medien wie Rundfunk und Fernsehen und Zeitungen und Zeitschriften. Klar hat das Internet übernimmt gewisse Funktionen und die Öffentlichkeit hat sich auf andere Beine gestellt. Ja. Aber in dem Maße, wie sich das sozusagen verbreitet, du nennst es Fragmentierung, das kann man sagen. Ich glaube einfach nur, dass es sehr viel komplizierter geworden ist, wirklich seine eigene Meinung zu haben. Oder man kann es aber auch umgekehrt sagen, der Einzelne hat jetzt die Chance, wirklich eine eigene Meinung zu formulieren, weil es einfach so wahnsinnige Öffnungen gibt und du dir letzten Endes aus dem Netz auch gewisse unterschiedlichste Standpunkte herausholen kannst. Aber die Frage stellt sich dann auch, wenn alles derartig sich veröffentlicht, ja, und alles sozusagen eine Frage im Netz sozusagen diskutierbar wird und präsentierbar wird, was für eine Rolle spielt dann Kunst noch? Also das ist jetzt natürlich gemein gefragt, ja, aber den Gedanken habe ich schon immer wieder, was für eine Position haben wir noch und haben wir noch eine Legitimität? Und ich glaube immer, dass wir künstlerische Prozesse haben werden, aber vielleicht orientieren sie sich anders oder positionieren sich anders und sind dann einfach die herkömmlichen Orte, die wir geschaffen haben, wie die Museen, wie die Theater, die staatlich oder städtisch subventioniert sind, nicht mehr die adäquaten Orte, wo dann tatsächlich künstlerische und ästhetische Prozesse stattfinden, ist das einfach nicht mehr der Ort. Ja, da müssen wir aber überlegen, wo findet er sonst statt oder wo können wir das wiederfinden, dass wir Möglichkeiten haben, über diese Prozesse nachzudenken und sie zu präsentieren, aber vielleicht nicht in diesen repräsentativen Bauten, wo sozusagen der Auftraggeber, in dem Fall der Staat, sagt, ich gebe dir das zwar das Haus, du kannst auch experimentelle Kunst machen, aber sie muss schon ziemlich schlagkräftig sein. Und schlagkräftig heißt nicht in dem Sinn, dass sie eine Diskussion auslöst, sondern dass sie womöglich nicht zu viel Erregung erstellt, ja, weil das dann auch wieder unangenehm, und sondern dass es Common Sense ist, dass die Leute befriedigt sind, sagen, ach wie schön, es wäre nice, ja, und da so quasi der Bürger in eine Beruhigung gebracht wird und der Politiker womöglich wenig Umstände hat und Schwierigkeiten, dann auch noch seine Wahl zu rechtfertigen. Ist das im Theater so? Das ist im Theater immer mehr so, ja. Aber ich glaube, dass es in der bildenden Kunst nicht sehr viel anders ist. Nee, aber wenn, also im Theater, du warst ja lang genug Intendantin in Frankfurt, eigentlich eine Stadt, die anders funktioniert als Wien, insofern, weil eher da die Museen und die Kunst, ne, obwohl du warst, glaube ich, die größte städtische Kulturinstitution, also durchgeleitet, aber die Museen haben eine wahnsinnige Dominanz entwickelt, ja, in den letzten Jahrzehnten. Aber wenn du die Zeit von jetzt nur in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren, also Anfang der 2000er und so, heute die Theaterentwicklung dir anschaust,
also jetzt nicht die Programmatik der Theater, sondern die Rezeption von Theater. Also ich bin nach Frankfurt gekommen, da war Frankfurt noch der Ort der Moderne, also wo sozusagen das experimentelle Theater wirklich stattgefunden hat. Da hat sich Bill Forsyth entwickelt, da hat sich Heiner Goebbels entwickelt, da gab es den Musonturm und das TAT. Da war das Open House wirklich ein aggressives und das Schauspielhaus ein aggressiver Ort, wo sozusagen neue Tendenzen entwickelt worden sind. Und ich war da so quasi noch so ein Ausläufer, war dann eben die unbequeme, intellektuell in Frage stellende, ja, jetzt haben sie irgendwie geschrieben, die Kämpferin, also wenn man dann weg ist, wird man ja dann immer hochgelobt. Aber das war, es war schwierig für die Herrschaften, weil sie eigentlich schon eine andere Vision hatten. Also ich weiß noch, dass die Oberbürgermeisterin, die ich extrem schätze, weil sie sich wirklich versucht hat, auseinanderzusetzen mit dem, was da passiert, und gesagt hat, sie will eigentlich schon in die Kunstorte gehen und da was Ungewöhnliches sehen, aber geträumt hat sie davon, dass Frankfurt wie München wird. Und ich habe gesagt, das verstehe ich nicht, ja, weil Frankfurt, da stehen die Hochhäuser, das ist eine Stadt, die die Moderne symbolisiert, also musst du auch in der Kunst das Moderne zulassen. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie Verkaufsausstellungen machst oder Theater machst, das nur dem Geschmack des sogenannten aufgeklärten Bürgers entspricht. Also mein Nachfolger, der macht auch gutes Theater, keine Frage. Trotzdem fehlt ihm die Aufmerksamkeit. Und sie hat mich dann auch mal gefragt, warum. Ihr Theater war immer schwierig, aber alle Leute haben darüber geredet. Hier, ich hatte irgendwie eine Auslastung von 80%, der hat halt eine Auslastung von 85% oder 90%. Das wäre doch immer so gut. Und warum spricht keiner davon? Da habe ich gesagt, naja, wenn du Kunst ohne Haltung machst, dann redet halt keiner darüber. Ne? Und das ist ein bisschen, aber sie sind alle zufrieden, weil die Bude ist voll, Punkt, aus. Also da wird nicht viel diskutiert. Und das ist genauso, wenn du in Berlin über Peymann sprichst, der höchstwahrscheinlich nur horizontal aus seinem Theater rausgehen wird. Kein Politiker greift den an, weil er sagt, die Bude ist übervoll, aus, Punkt, da wird nicht diskutiert. Und das ist einfach, das ist für mich der falsche Moment, ja? Weil ich finde, alle die Leute, die heute sozusagen oben sind, die haben einmal schwierig, experimentell, ungewöhnlich angefangen. Und das fehlt uns ein bisschen, ja? dieser Mut zur neuen Sache. Und da wären die staatlichen Institutionen im Grunde genommen zu repräsentativen Orten der höfischen Kunst. Ja? Also wir fallen wieder in ein Zeitalter zurück. Ja? Und was zum Beispiel, also in Deutschland haben sie ja noch eine Zeit lang so Orte gehabt, wo Ungewöhnliches passiert ist, wie Marstall, Kampnagel und so weiter. Wie die dann verschwanden, haben dann einige Häuser angefangen, das mit zu integrieren, ja? Unter anderem das Schauspiel Frankfurt auch. Und hier in Österreich fehlen solche Orte. In Wien fehlt effektiv so ein Ort, wo ganz ungewöhnliche, grenzüberschreitende Projekte zugelassen sind und möglich sind, wo sozusagen Pionierarbeit geleistet wird. Wir versuchen teilweise, wir versuchen das mit unterschiedlichen Formaten hier auch, aber wir sind natürlich nicht der Ort für rein experimentelles Produkte, also Kunstprodukte, Kulturprodukte. Es ist dieser Boom, der in Wien vor 20 Jahren, der Neugründung, der 20, 25 Jahre zurückliegend, etwa vergleichbar mit dem Boom der Institutionen in Deutschland auch, den gibt es ja tatsächlich heute nicht mehr. Es gibt überhaupt keine neuen Formen der Institutionsgründung, ja, die also aus den Peripheren, also jetzt nicht ganz kleine alternative Orte, die subventioniert werden, sondern Orte, die sofort automatisch über eine Präsenz, ich rede jetzt nicht von einer räumlichen Präsenz, sondern von einer finanziellen, öffentlichen Präsenz überhaupt eine Sichtbarkeit haben. Das ist, aber es ist nicht nur in Österreich, in Deutschland, spiegelt sich das Gleiche irgendwie auch wieder. Das halte ich auch für ein großes Problem. Ja, wir können ja nicht die Orte, quasi die Aufgaben, und da geht es auch um zukünftige Generationen, die Bedürfnisse quasi von 15- bis 20-Jährigen, Kommen die?
Ja, sie kommen auf jeden Fall nicht in, natürlich nicht bei solchen Veranstaltungen, aber bei anderen Veranstaltungen kommen sie schon. Also bei den mehr partizipativeren Modellen durchaus. Also ich denke einfach, wenn wir unsere Institutionen nicht so öffnen oder interessant machen, dass die jungen Leute hereinkommen und sich dafür interessieren, dann haben wir in ein paar Jahren kein Publikum mehr. Also da sozusagen der ökonomische Zwang verhindert, dass man sozusagen auf die Jugend zugeht, ja, und für sozusagen Formate oder andere Orientierungen überhaupt ausprobiert, wo man sagt, da könnte man vielleicht Leute abgreifen, ja, und schauen, mobilisieren, dass da sozusagen ein Interesse für ästhetische Prozesse stattfindet. Ich denke mir, das Problem mit dieser ganzen Staat für die Kunst oder Kunst für den Staat ist, wir sind innerhalb sozusagen der weltweiten künstlerischen Produktion und Produktionsfähigkeit natürlich hier in dem deutschsprachigen Raum in einem Paradies. Das muss man einfach sagen, also meckern darfst du nicht. Die Frage ist, es hat jetzt sozusagen ein paar Ereignisse gegeben, die darauf hindeuten, dass das Ganze sich, also dass es in Schwanken gerät. Ja? Also das, was in Düsseldorf mit einem Theater passiert ist, was hier jetzt mit dem Burgtheater, ich glaube, das hat so zumindest die Theaterszene schwer erschüttert, wo wir anfangen darüber nachzudenken, was soll denn das Ganze? Was soll auch diese ganze Festivalität? Jedes kleine Kaff hat irgendein Festival, ja? Also was macht das noch für einen Sinn? Ja, geht es da wirklich um, einerseits musst du sagen, es kann nicht genug geben, ja, und auf der anderen Seite ist die Inflation aber kontraproduktiv. Und ich denke, darüber sollten wir nachdenken. Ja, es ist natürlich auch eine Form der Inflation. Es geht auch in Wien ist immer wieder die Diskussion, wer macht, welche bei der zeitgenössischen, bei der Gegenwartskunst, welche Institution was macht was und zu was ist man überhaupt da? Das ist ja eigentlich eine hochspannende Diskussion, ja, die aber sehr häufig immer nur, einfach nur negativ konnotiert wird. Ja, alle machen irgendwie das Gleiche. Wenn man aber auch in die was nicht stimmt, wenn man auf die internen Formate schaut, was tatsächlich da passiert und welches Publikum am Schluss adressiert wird. Also wir sehen. Also ich habe heute den Artikel da im Profil gelesen und das ist das hast du aber in anderen Städten auch, in Deutschland überall. Das ist schon eine Folge auch von der Globalisierung. Ja? Dass man ist derartig weit weltoffen und damit auch wund, ja? Dass man dann irgendwie plötzlich an einem Ort, an dem man lebt, sagt, ja und wir, wo bleiben wir? Ja, das klingt irgendwie vielleicht gartenzwergmäßig, aber auf der anderen Seite heißt das ja nur, dass wir sozusagen große Schwierigkeiten haben, Identitäten überhaupt herzustellen. Ja? Und ich bin da an dem Theatermuseum vorbeigegangen, Bale Lobkowitz, mit einem Zitat von Stefan Zweig. Und zwar war das, ich finde meine Identität nicht, weil ich mein Ich verloren habe. Und das sind so, ich finde das, wir wissen ja, was mit ihm passiert ist, ja, dass er sozusagen, er hatte überhaupt keine Chance, sein Ich überhaupt zu begreifen, weil ihm alles weggenommen worden ist. Und in der neuen Umgebung konnte er weder Wurzeln schlagen noch sonst etwas. Und die Kunst ist natürlich schon ein Ort, wo du darüber nachdenken kannst, was passiert eigentlich mit mir? Weil im Alltagstrubel kann ich das vielleicht nicht. Ja. Aber die Kunst gibt mir Möglichkeiten der Reflexion und der Besinnung und damit sozusagen das Herausfinden, wo ich bin. Ja. Und wenn ich aber 100.000 solcher Angebote habe, die aber alle auf einem Level sind, ja, wo ich also sage, es wird eigentlich überall Ähnliches dargestellt, ja, und präsentiert, dann sind das für mich keine Tempel mehr, unter Anführungsstriche, sondern dann ist das wie so ein Supermarkt. Ja? Und dann ist wurscht, ob ich jetzt mich in Sydney befinde oder in Südafrika oder in New York. Ich sehe sowieso immer dasselbe. Ja? Und da kommen dann so quasi diese Überlegungen, was bin ich vor Ort? Ja? Und wie kriegt man so quasi diese Reibung zustande, dass ein Dialog entsteht zwischen dem, was sozusagen von außen kommt, ja, wenn es denn heute überhaupt noch eigen ist und nicht sozusagen ohnehin schon in einer McDonaldisierung sich bewegt. Ja. Also ich glaube, die Fragen sind viel
diffiziler, die da auf uns zukommen und das sozusagen so kleine, also provinziell anmutende Kritik, wo bleiben wir als Österreicher? Die, ja, die meinte ich gar nicht, diese Kritik. Die ist, aber ich sage nur, da steckt schon was dahinter, was mit einem Unbehagen, mit einem kulturellen Unbehagen zu tun hat. Und dem muss man in irgendeiner Form auf die Spur gehen. Also ich meine, ich kenne ja nun wirklich meine sämtlichen Kolleginnen und Kollegen der anderen Institutionen hier und es gibt keinen oder keine, die sich schon quasi jeden Tag überlegt, was bedeuten wir für das Lokale. Ja, das bedeutet ja nicht, was bedeutet das Lokale für die Institution, sondern was bedeuten wir das für das Lokale. Es geht ja nicht immer nur um die Künstler. Ja, das ist häufig ein bisschen missverstanden. Dennoch, ich war jetzt ein bisschen überrascht, dein Unterton ist doch so ein bisschen kulturpessimistisch, nicht? Oder? Nein, es ist nicht kulturpessimistisch und ich bin der Meinung, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir sehr genau darüber nachdenken. Wir können uns nicht mehr nur bedienen. Also wir haben in einer guten Situation gelebt die letzten 20 Jahre, 30 Jahre. Und jetzt verändert sich, es verschiebt sich das Private zum Öffentlichen, das Öffentliche zum Privaten. Und ich denke, wir müssen uns neu orientieren. Das ist kein Kulturpessimismus, im Gegenteil. Ich sage, du musst das positiv betrachten und sagen, das ist eigentlich eine totale Chance, aber wir wissen nicht, wohin es geht. Ich spiele ja auch nur den Moderator, um etwas zu provozieren. Aber es gab ja eine andere, also die Essel-Sammlung hast du auch mitbekommen, dass überhaupt die Diskussion bestand, dass die Essel-Sammlung, eine private vom Staat, aufgekauft wird, um quasi 4.000 Arbeitsplätze zu retten. Das war ja das Perfide eigentlich an der ganzen Geschichte. Ja, das hätte er sich vorher überlegen müssen. Ja, aber das ist alles klar. Es geht jetzt gar nicht um Essel, aber dass das überhaupt so eine wahnsinnige öffentliche Diskussion wurde, ja, wären die 4.000 Arbeitsplätze nicht ins Spiel gekommen, wäre die Diskussion mit Sicherheit irgendwie anders ausgefallen. Hätte es mit Sicherheit überhaupt nicht diese Form der Öffentlichkeit und der Erregung erfahren, also für das öffentliche Interesse überhaupt. Ja, es geht ja erstmal nur erstmal in Anführungsstrichen nur um Kunst. Also das ist durchaus vergleichbar, dass man jetzt mit der Generali in einer gewissen Weise, ja, aber in dem Fall, der Staat hat es ja nicht gemacht. Der Staat hat sich ja bislang nicht auf irgendeinen Deal eingelassen. Ja, aber das hat er auch nicht notwendig. Also ich finde, der Staat ist nicht dazu da, irgendwie defizitäre Betriebe aufzukaufen und am Schluss zahlt das der Steuerzahler. Das finde ich, das geht nicht. Das ist ja genau die gleiche Diskussion mit den Banken auch. Ja? Wir entschulden alles, ja? Aber eigentlich entschulden wir. Also das unvernünftige Gebaren von anderen, also ein Banker wird kaum belangt dafür, dass er Milliarden versenkt. Ja? Ein Kunsttreibender, der irgendwie mal 200.000 Euro irgendwie falsch ausgegeben hat, ist sofort ein Krimineller. Das geht nicht. Ja? Also da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht. Ja? Und da bin ich auch der Meinung, dass man wirklich darüber nachdenken muss, welches Recht hat der Staat sozusagen plötzlich moralisch zu werden und plötzlich nicht? Und wen rettet er eigentlich? Rettet er wirklich Arbeitsplätze, wenn die Hypo Real sozusagen vom Steuerzahler refinanziert wird? Oder kann man mal sagen, hören wir mal auf mit diesen Gebaren? Ja? Und genauso müssen wir aber auch intern in der Kunst uns überlegen, wie gehen wir mit den Institutionen um? Welches Recht haben wir, mit diesen öffentlichen Geldern umzugehen? Was heißt das, mit öffentlichen Geldern umzugehen? Und was für eine Kunst bieten wir an für dieses öffentliche Geld? Also für das Geld, das ich sozusagen, das jeder von uns sozusagen eigentlich zur Verfügung stellt. Ich glaube, dass dieser, nennen wir es mal Conduct of Ethics hier, der hier seit Jahren in Wien durch die ganze Direktorinnen-Diskussion hier, jetzt nicht nur mit dem Burgtheater, sondern auch früher hier mit der Kunsthalle, mit Herrn Növer und etc., es gibt ja viele andere Beispiele, eine andere Form von Dynamik gewonnen hat. Ja? So, egal ob das, sind ja irgendwie auch alle nicht schuldig gewesen im Sinne dieser Anklage, die die ganzen Institutionen erfahren haben, aber der, ja, es ist ein ziemliches Glatteis. Schuldig oder nicht schuldig, ja, also
Ich denke mir, das hat hier auch was mit einer langen Tradition des höfischen, dessen höfisches Denken im Hintergrund, der sowas leichter zugelassen hat, als bei den Deutschen, die also jetzt da sehr viel preußischer umgehen und genauso dort ihre Fehler haben und genauso ihre Defizite erzeugen. Gut, aber das ist jetzt so ein bisschen weg natürlich, aber trotzdem muss man sich hier ja permanent diesen Fragestellungen auch irgendwie stellen, was ja hochinteressant irgendwie ist. Also welche, was machen wir mit dem öffentlichen Geld, natürlich. Ja, und wofür ist öffentliches Geld da und wie weit können wir auch privates Geld annehmen, um diese Programme, die wir nun mal tun, auch zu gewährleisten oder nicht? Ja, aber du musst ja heute, also in den meisten Ländern ist es ja so, dass du diese Public-Private Partnership immer mehr machen muss. Ja. Du bist ja als wenn ich Intendantin bin von einem Festival, muss ich mehr als 50%, meistens 70% der Gelder privat aufstellen. Ja. Da geht es aber um, ich meine, ich habe lange genug in den Niederlanden gearbeitet und wir haben staatliche Stiftungen, aber wir haben mehr als 50% der Gelder kamen durch Private. Das war da auch überhaupt, es ist in einer gewissen Weise auch kein Problem, weil der Umgang der Einzelnen, also möglicher Förderer, ein ganz anderer ist als hier. Hier, das ist auch in Deutschland ein bisschen anders als in Österreich. Der Individuelle sieht sich hier nicht in erster Linie verantwortlich für öffentliche, staatliche Institutionen. Aber das ist ein langer Prozess. Also das hat hier auch noch Steuergründe, warum das hier sozusagen so spät überhaupt erstmal angelaufen ist. Du hast in Deutschland, jetzt ist es auch rückläufig, ja, die Privaten sagen, sie können nicht die Aufgaben übernehmen, die der Staat verabsäumt, sozusagen in die Wege zu leiten. Und da gibt es Widerstand, ja, das ist nicht mehr ganz so einfach. Also du hast ganz viele Private, die sagen, sie zahlen nicht, und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie sagen, der Staat hat einen Auftrag und er muss es erstmal erfüllen und wir können so quasi dann einen Zuschuss noch geben, ja, damit irgendwie das Sahnehäubchen irgendwie möglich wird. Aber nicht, dass man quasi die Hälfte finanziert. Das wollen sie immer weniger. Ich stimme dir vollkommen zu, das ist eine wahnsinnig spannende Zeit, in der wir leben. Die kann auch nicht nur in der Sichtbarmachung, also in den Produktion von neuen Ausstellungen, in den Produktion von neuen Theaterstücken, also nur in der Produktion liegen, sondern es geht auch darum, dass wir anders darüber sprechen und eine andere öffentliche Sprache entwickeln, das produktiv und einfach interessant diskutieren in Zukunft und nicht nur als Defizit interpretieren. Das ist es nämlich in keinster Weise. Das ist, glaube ich, genau das Gegenteil, ich glaube auch, die Situation, in der wir leben. Ich glaube, dass wir jetzt in einer eigentlich tollen Situation sind, darüber nachzudenken, was wir mit diesen Orten alles machen können. Ja? Aber wir können so. Das, was natürlich auch passiert, wir sehen immer mehr, dass die Privaten natürlich oder private Institutionen, jetzt unter Anführungszeichen Firmen, ihre eigenen Kunsttempel gründen. Ja? Naja. Ob das Siemens ist, ob das Volkswagen ist, ja? Damit müssen wir dann konkurrieren. Hier in Wien verhält sich das ein bisschen anders. Nicht? Generali, Bawag, Essel, mehr oder weniger weg oder verändert. Das ist ja eigentlich eine gegenläufige Richtung. Und man weiß, TBA 21 ist natürlich auch eigentlich eine sehr schöne private Einrichtung, die immer wieder vergessen wird. Aber es ist, ich will nicht sagen rückläufig hier, es gibt auch immer wieder neue natürlich, die dann quasi in dieses Boot einsteigen werden. Auch, es gibt ja auch andere, eigentlich sehr gute private Sammlungen hier. Aber ich glaube, vermute eher für Wien, für den Standort Wien ist das natürlich erstmal in der öffentlichen Wahrnehmung eine Verwunderung, was passiert da überhaupt? Also die Öffentlichkeit differenziert nicht unbedingt jeden Tag zwischen einer öffentlichen und einer privaten Institution. Also Generali war für viele auch eine Form von Kunsthalle. Aber das ist ja, darüber sollte man aber dann auch nachdenken, warum sich sozusagen das Private derartig vermischt mit den staatlich subventionierten. Wer macht da sozusagen wen nach oder warum haben wir da die gleiche Ebene plötzlich erreicht? Also das ist aber, aber da muss man eigentlich nur auf unsere Kolleginnen und Kollegen schauen, die das sehr häufig auch vermischen.
Ja, also in der Wertigkeit, was ist was? Also wir sind ja da nicht ganz unbeteiligt, quasi, also unsere Berufsgruppen. Und in dem Fall aber auch sind es auch wieder Medien. Nicht in dem Fall überhaupt nicht die Politik, ja, aber sehr stark doch. Naja, die Politik, von der würde man ja erwarten, dass sie zumindest eine Haltung hat, die nicht unbedingt, also die einen Ausgleich schafft zwischen privatem Interesse und der Öffentlichkeit. Das findet auch nicht mehr statt. Also da hat die Politik massiv verloren. Und also dass sie da sozusagen eine Balance herstellt, wo private Interessen die Überhand nehmen, müsste sie eigentlich ausgleichend wirken. Das tut sie nicht, sondern sie bedient eigentlich immer mehr die private Hand. Und dadurch kommt es zu seinem Ungleichgewicht und dadurch kommen wir, glaube ich, in eine Situation, wo wir darüber nachdenken müssen, ob wir uns nicht neu orientieren müssen. Und das finde ich, das ist aber sozusagen die Tür zur Zukunft. Da wird keine Tür zugeschlagen. Ja? Im Gegenteil, da öffnen sich neue Kanäle und wir wissen aber noch nicht genau, wo das hingeht. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die müssen Sie uns nehmen. Es geht natürlich darum, ob jetzt der Staat, trägt ja der Titel auch heute, der Staat, dann die Privaten, weil sie erstmal einfacher zu finanzieren sind, zu stimulieren sind auch, als öffentliche Institution, quasi den Vorrang gibt. Nicht? Also wenn jetzt irgendwie ein Träger ankommen würde und sagen würde, mein Gott, ich finanziere hier ein privates Mumok, eine private Kunsthalle, rennt man ja erstmal gewisse populistische, politische Türen irgendwie ein. Ja, du sprichst ja nach wie vor die Generali Foundation, ich kenne die Details nicht, ja, das ist mehr, also ich traue mir da auch kein wirkliches Urteil, ich kann nur von außen sagen, es mutet sehr seltsam an, ja, was da, welcher Vorgang da eigentlich stattgefunden hat, das ist das Einzige. Der bei Weitem nicht so eine breite Diskussion erzeugt hat wie die Essel-Sammlung. Ja, die Essel-Sammlung hat, ja gut, aber da ging es um einen Verkauf, so weil ich weiß, da ging es darum, der hat gesagt, Arbeitsplätze gegen Kauf der Sammlung und das ist fast ein unmoralisches Angebot, ja. Und da kann ich sagen, na dann verkauf doch, gibt doch genügend Leute, die das Ding vielleicht kaufen wollen, das muss nicht der Staat kaufen, ja. Und also da finde ich, da werden dann die Verantwortlichkeiten leichtfertig verschoben oder versucht, dem Staat zuzuschieben. Ist richtig, aber es war interessant, fast eine, also um 2 Monate versetzte Diskussion einfach mitzubekommen, in den Medien, nicht nur in den Medien, auch in der Öffentlichkeit. Also es lag ja alles sehr eng beieinander. Wir haben noch eine Viertelstunde. Vielleicht wollen die Leute auch was fragen. Genau eine Stunde haben wir jetzt. Haben Sie gar keine Fragen, Vanessa? Nee. Dich hat doch was interessiert eben, das habe ich gesehen. Was mir immer auffällt, wenn wir so ohne weiteres Theater und bildende Kunst vergleichen, finde ich, ist es immer so ein bisschen schief, weil ich glaube, also gerade in Deutschland natürlich ist eine Kategorie gibt, die auch immer noch, glaube ich, das klassische oder die klassischen Träger sind vom Theater und das ist das berühmte Bildungsbürgertum. Und das ist ja auch eine wirklich zunehmend schwindende Kategorie. Das würde mich auch interessieren in Bezug auf sozusagen deinen zukünftigen Job, wie man das vielleicht auch schon in der Ausbildung anders angehen kann. Und dann gibt es für mich eben doch auch immer wieder diese etwas paradoxe Situation, dass die zeitgenössische Kunst populär ist wie nie zuvor. Also ihr sprach beide auch sozusagen von seiner Entwicklung von den, sagen wir mal, 70er, 80er Jahren, wo eben auch Experiment etc. sehr stark gefördert wurde. Das lag aber eigentlich natürlich auch daran, dass sich ein viel geringerer Teil überhaupt für Kunst interessiert hat und dass sozusagen dieses Segment, in dem Kunst stattfand und auch rezipiert wurde, auch medial rezipiert wurde, glaube ich, wesentlich kleiner und dadurch natürlich auch ein wesentlich geschützterer Raum war. Das Problem ist ja so ein bisschen, dass jeder auch meint, eine Expertise zu haben über Kunst, dass es dann gleichzeitig eben diese Großevents gibt wie Venedig Biennale oder so, die es mittlerweile wirklich in jede Nachrichten geschafft hat. Das war ja auch, glaube ich, früher ganz anders und dieses eben Beckett-Beispiel, 10 Jahre spielen und dann setzt es sich durch, das ist, glaube ich, etwas, was man doch eben etwas nostalgisch betrachten muss als Zeiten, die definitiv vorbei sind.
Naja, das kommt dann immer darauf an, wie man dann die Biennalen und so weiter, diese Großveranstaltungen irgendwie auch betrachtet, ob sie einem wirklich einen Mehrwert bringen oder neue Erkenntnisse bringen. Das würde ich einfach mal bezweifeln, weil das sind für mich touristische Veranstaltungen geworden, die sozusagen dann auch ihre Qualität eingebüßt haben. Kann man jetzt einmal so mal drüber fahren, ja, sagen, stimmt natürlich im Detail dann nicht, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht sollte man auch darauf hinweisen, dass die Welt sich innerhalb von 40 Jahren verdoppelt hat, ja, zumindest von der Population her. Und daher sind sozusagen diese kleinen Geschichten, die wir in den 60er Jahren hatten, wo es irgendwie 3,5 Milliarden Menschen gab, jetzt haben wir 7 Milliarden oder noch mehr, heißt aber auch eine größere Fluktuation an Menschen, die sich über den Erdball sozusagen schieben. Und für die müssen Attraktionen geschaffen werden. Und die Biennale ist zum Beispiel ein Ort, der solche eine Attraktion ist. Da hängen sich also ganz viele Tourismusunternehmen dran, weil da verkauft man dann nicht nur das Hotel und die schöne Stadt, sondern man hat auch noch eine Attraktion, wo man die Leute durchschleift. Ob das jetzt sozusagen, da kann ich nur sagen, besser, sie gehen durch die Ausstellung, als sie sitzen bei irgendeinem McDonald's und fressen sich dumm. Ja? Dann ist besser, sie gehen durch die Ausstellung, nehmen vielleicht irgendein Bild mit oder irgendwie nehmen plötzlich, werden irritiert, ja, über einen Eindruck. Das finde ich allemal immer noch besser. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der wir dann auch da durchgehen, ja, verhindert, dass wir über die Qualität wirklich nachdenken können. Das heißt also wirklich etwas in uns aufnehmen. Das heißt, es geht wie ein Schatten an uns vorüber, aber es sedimentiert sich nicht in uns. Und ich finde schon, dass jede Auseinandersetzung, egal ob das jetzt ein Gespräch ist mit jemandem oder wenn ich mir ein Buch vornehme oder mir ein Bild anschaue oder eine Skulptur oder wie auch immer, ist das ein Gespräch, ja, für das ich mir Zeit nehme. Und wenn ich will, dass es mir etwas bringt, ja, das heißt, ich daraus sozusagen irgendwann in Zukunft wieder schöpfen kann, dann muss ich die Möglichkeit haben, das in mich fallen zu lassen. Wenn ich aber nur noch durchrase, dann nehme ich, glaube ich, immer weniger mit, aber ich nehme mit, ja, dass es sich sozusagen gut verkaufen lässt. Und das reicht nicht, ich finde, das reicht nicht. Das heißt, wir entwickeln, also das ist vielleicht der einzige Kulturpessimismus, den ich habe, dass ich sage, wir gehen in eine Oberflächlichkeit hinein. Und nachdem ich das nicht glauben will, ja, sage ich einfach, dass wir über die ganze digitale Welt höchstwahrscheinlich ganz andere Ebenen und tiefen Schichten erreichen können, die wir aber noch ergründen müssen. Also die ganzen Stücke, die wir damit spielen können, das sind wir jetzt gerade mal am Anfang. Ja? Das ist die andere, die Utopie, die man hat. Ja? Vom Gefühl her sind wir erstmal alle sozusagen über einen Kamm geschert und schwimmen auf der Oberfläche. Und wir wissen aber nicht, was da unten alles noch passiert. Da hat sich insofern was verschoben. Und ich bin der Meinung, dass wenn ich, also weil du es angesprochen hast, wie ich mit jungen Leuten da umgehe, wenn ich eine Akademie leite, dann möchte ich sie zumindest darauf hin sozusagen fokussieren, dass sich das so bewegt im Augenblick, dass du bereit sein musst, diese ganz unterschiedlichen Tendenzen einfach wahrzunehmen und keine Blockaden, keine Vorurteile zu entwickeln, sondern einfach nur offen zu sein und dir alles auch zuzutrauen und jedes Ding anzugreifen, um es auch in den künstlerischen Bereich hineinzunehmen. Und das gilt für die darstellende Kunst genauso wie für die bildende oder für die visuelle wie Film etc. Ich weiß nicht, ich glaube, das schließt jetzt nicht unbedingt an, aber ich wollte nochmal auf das zurückkommen. Wenn es darum geht, Besucherinnenzahlen zu steigern oder mehr Besucherinnen, andere Besucherinnen mit großem I in die Kunsträume zu bekommen, dann geht es ja nicht immer nur darum, die Zahlen zu erhöhen, also sozusagen nachzuweisen, dass einfach eine größere Auslastung der Häuser im Raum stand, sondern auch, weil man einfach die Meinung haben könnte oder zu einer Ansicht gekommen ist, dass Kunst per se auch Ausschlüsse produziert und man mit einem progressiveren Kunstbegriff versucht oder daran arbeiten möchte, diese Ausschlüsse
also nicht aus dem Inneren heraus zu machen. Ja, und das sind nicht nur Ausschlüsse der kleinen Zahl zur größeren Zahl oder derer, die nur das Event wollen und die dann die experimentelle Kunst wertschätzen können. Aber warum ich vielleicht darauf komme, ist, weil das natürlich, glaube ich, auch ein staatlicher Auftrag ist, der sich an einige Kunstinstitutionen im Moment richtet, Migrantinnen beispielsweise bevorzugt als ihr Zielpublikum auch anzusprechen und so auch auf bestimmte gesellschaftliche Teilungssituationen zu reagieren. Also wie sehen Sie diesen Trend oder würden Sie sich da positionieren? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass die Diskussion wirklich in die Tiefe geht, dass man inhaltlich redet. Ja? Also diese ganze Diskussion über die Quotenbewältigung, ja, wenn Sie heute Pressekonferenzen über Museen, über die Inhalte, über Theater, über Festivals, am Schluss wird immer nur bekannt gegeben, wie viele Besucherzahlen, welche Quote man erreicht hat. Es wird überhaupt nicht diskutiert, was ist passiert, wofür war das gut, was hat das für einen Sinn gebracht und so weiter. Und das finde ich ein Problem, das ist ein Armutszeugnis. Also wir trauen uns nicht einmal, Diskussionen noch zuzulassen. Die Medien haben da weder die Zeit noch die Möglichkeit, das zu bewältigen. Ja, es gibt einige Medien, die das noch versuchen, aber nicht alle. Und da man kann aber auch nicht erwarten, dass die Kunst sozusagen für alle Probleme, die in der Gesellschaft auftauchen, sozusagen gerade stehen muss und dafür Lösungen anzubieten. Das geht nicht. Also ich kann nicht, natürlich kann ich schauen, was passiert durch die Migration, was passiert mit Leuten, die auf der Straße leben, was passiert sozusagen über verschiedene Ausländerfeindlichkeiten und so weiter. Das fließt natürlich in den künstlerischen Prozess ein, aber das kann auch ganz andere Formen annehmen, ohne dass es explizit jetzt unbedingt darauf hingewiesen wird. Und das ist auch keine schlechte Kunst, wenn nicht sofort drüber steht, ja, das ist Social Art. Ja? Ich finde, da sollte man aufpassen, dass man nicht in solche Kategorisierungen oder Erwartungshaltungen hineingeht, dass die Kunst plötzlich zur Lösungsvorschlägen irgendwie herangezogen wird. Das ist sie nicht. Die stellt Fragen. Ich denke auch, die Diskussion ist eher eine Systemkritik insgesamt und kann nicht nur an die Institutionen, egal welche Form von Institutionen abgegeben werden, ist natürlich eine wahnsinnig komplexe. Ich meine, du weißt es. Nicht in der Richtung, dass es gesellschaftliche Probleme gibt und die Kunst, die dann bearbeitet, sondern manchmal ist die Kunst ja tatsächlich ein Akteur, der zentral mitgeneriert an diesen gesellschaftlichen Problemen, wie eben Ausschlussmechanismen. Natürlich, das kann sie auch sein. Ne? Also ich glaube, dass die Kunst da viele Möglichkeiten, nur die Erwartungshaltung, dass die Kunst sozusagen Lösungen findet für gesellschaftliche Probleme, das ist nicht. Sie kann höchstwahrscheinlich Probleme aufzeigen vielleicht, ja? Oder kann irgendwo den Finger in eine Wunde legen. Aber die Lösungen müssen wir dann schon selber finden. Glaube ich zumindest. Also in dem Fall geht es, ich finde es gut, es ist wirklich eine andere Diskussion. Es ist eine andere Diskussion. Da gibt es dann wirklich auch, wie arbeiten die Betriebe mit ihrem, also die da, wo die Leute tatsächlich arbeiten oder sind, damit meine ich jetzt von der Hochschule bis zu irgendeinem Baumax, ja, genauso wie die ganzen Schulen und anderen Universitäten und so weiter, wie wird damit. Also es ist so dermaßen komplex und das wird sehr gerne an die Kunst- und Kulturinstitutionen als Forderung natürlich abgegeben, weil wir hier eine Form von Sichtbarkeit haben, aber es ist natürlich eine rein oberflächliche. Ja, aber ich glaube, man kann ja ganz generell irgendwie auch zum Abschluss irgendwie sagen, im Augenblick generiert sich alles neu. Also alles wird neu formatiert und strukturiert sich neu. Und das ist, insofern ist das wie eine Pionierzeit, ja, weil du merkst, dass die ganzen herkömmlichen Cluster nicht mehr stimmen. Ja, und daher musst du überlegen, was sollen diese ganzen Räume oder Freiräume oder Institutionen, die wir uns geschaffen haben, stimmen die noch? Ja? Kommen die so quasi den Ansprüchen, ja, auch gesellschaftlicher Natur überhaupt nach? Können wir da drin überhaupt operieren? Oder wird das dann einfach nur noch zu einer Attraktion für ein Publikum, das durchgeschleust wird, aber es findet sonst nichts statt? Ich finde ja, türkischstämmig ist genauso diffamierend wie Bildungsbürgertum. Irgendwann. Also was ist das? Man kann es ja nicht wirklich genau definieren. Herzlichen Dank, Elisabeth Schweger. Ich danke.